Sie rücken ständig während unseres Gespräches Ihre Brille zurecht, als würde sie Sie stören. Sie stört, ja. Sehen Sie schlecht oder verstecken Sie sich? Ich habe gute Augen. Wladimir Lwowitsch, ich trage jetzt keine Perücke mehr, das sehen Sie. Schminke habe ich auch nicht. Etwas muss ich doch haben, womit ich mich schützen kann. Daher schütze ich mich mit dieser Brille. Gut? Vor wem? Gut, Wladimir Lwowitsch, wenn Sie zwei Todesurteile hätten, würden Sie sich schützen oder nicht? Sie beschützen sich selbst? Gut. Sie verlangen oder Ihre Eltern? Gut, lassen Sie uns in diesem Sinne reden. Ehrlich? Lassen Sie uns ehrlich reden. Ehrlich. Wozu wurde Viktor Suborow ausgedacht? Wenn ich als Wladimir Resun geschrieben hätte, hätte ich viel mehr Geld. Und als ich angefangen habe, als Viktor Suborow zu schreiben, habe ich von Null begonnen. Niemand kannte mich. Das war ein lustiges Pseudonym. Nicht alle haben es verstanden. Wir hatten in der Armee solche Scherze. Hey, du da, Schriftsteller, Timiryasev. Oder sie sagen, hey du, Bonaparte, du, Suvorov. Das war ein Scherz, nur ein Scherz. Es gab damals das erste Buch. Und ich habe sogar gedacht, dieses Pseudonym nur noch für ein einziges Buch, Erzählungen des Befreiers, zu benutzen. Das ist ein böses Buch über die Rote Armee, über die sowjetische Armee. Und ich wollte einen Scherz machen. Wenn ich gesagt hätte, ich bin Wladimir Resun, ich bin geflüchtet und so weiter, so wäre es natürlich das große Geld gewesen. Aber ich habe eine Mutter, einen Bruder, einen Vater. Ich schützte sie nicht vor dem KGB. Ich schützte meinen Vater, die Mutter und meinen Bruder vor den Nachbarn, vor unseren sowjetischen Bürgern. Denn wenn ich hier etwas sagen möchte und BBC strahlt es aus, so sagen sie, das ist dein Sohn, er ist ein Verräter. So. Und was macht der Bruder? Mein Bruder diente in den Rakowich-Truppen. In welchen Truppen? In den Raketentruppen, so nennt man sie. Und er wurde Oberstleutnant. Er wäre noch sicher sehr viel höher aufgestiegen. Doch mit einem solchen Bruder wie mir kommt man nicht weit, ja? In dieser Zeit war ich stellvertretender Kommandeur für politische Angelegenheiten eines Raketenbataillons. Es war 1978, das ist ein abgeschirmter Truppenteil. Man hat alles, was man nur konnte, geheim gehalten. Ungefähr nach einer Woche kommt ein Telefonanruf. Der Leiter der Sonderabteilung rief an. Was machst du gerade? Ich antworte, ich schreibe einen dringenden Bericht. Er sagte darauf, lass das sein, das kann warten. Ich gehe zu ihm. Wie geht es dir? Alles in Ordnung. Dann fragt er mich, und wo ist dein Bruder? Ich erwiderte, das weiß ich nicht. Wie? Weißt du es überhaupt nicht? Ich sagte, ich weiß nur, dass er in Genf war. Wo ist er jetzt? Ich antwortete, ich weiß nicht. Es ist so, dass dein Bruder ein Verräter ist. Er verriet die Heimat. Er ist nicht mehr in Genf. Ich fragte, wie meinen Sie das, ein Verräter? Einfach so. Was werden wir tun? Ich sagte, ich weiß es nicht. Mein Gesicht hat sich offensichtlich verändert. Denn er sagte, mach dir keine Sorgen. Es ist noch nicht alles klar. Er ist in Genf verschwunden. Was mit ihm ist und wie, weiß niemand. Bei mir kam dann gleich die erste Frage auf. Wem soll ich meine Dienststellung übergeben? Welche? Meine, sagte ich. Wozu denn übergeben? Wenn der Bruder ein Verräter ist, sagte ich, so habe ich kein moralisches Recht mehr, ein politischer Mitarbeiter zu sein. Umso weniger stellvertretender Kommandeur für politische Angelegenheiten eines Sondertruppenteils. Er sagte mir dann, vorläufig brauchst du niemandem etwas übergeben. Es ist noch nichts klar. Arbeite bis dahin an deiner Dienststelle weiter. Und so kam es, dass ich danach fast 10 Jahre in dieser Dienststellung tätig war. War es für Sie absolut unerwartet oder logisch? Nein, für mich war es absolut unerwartet. Für uns alle. Für mich persönlich, für meine Familie war das eine Überraschung. Wir dachten, dass er einfach einen Auftrag erfüllt. Verstehen Sie? Und jetzt denken Sie es nicht mehr? Auch jetzt denken wir das, auch jetzt. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht.
Jedenfalls war das eine Überraschung. Und eine große Überraschung. Bei meiner Flucht gab es sehr ungewöhnliche Schachzüge unserer sowjetischen Diplomatie, der sowjetischen Macht. Sie schickten meinen Vater hierher nach London, um mich zu ködern. So etwas gab es vorher noch nicht. Er willigte ein. Es könnte aus blinder Liebe gewesen sein. Er wusste, dass man diesen Goldkarpfen mit einem Würmchen fangen wollte. Er verstand es. Ich komme zu diesem Treffen, ich halte es nicht aus und sie bringen mich zurück. Und er wusste, dass das meinen Tod bedeutet. Als er fuhr, spielten der KGB und der GRU mit ihm merkwürdige Spiele. Er fuhr mit nur einem Anzug und einer kleinen Tasche. Sie fragen ihn, was haben Sie da drin? Er antwortet, eine Zahnbürste, ein Handtuch. Sie sagen, nein, so geht es nicht. Abends bringen sie so eine große amerikanische Puppe für meine Tochter. Sie war damals 6. Und noch so ein großes Auto, ein amerikanisches. Hier, sagten sie, geben Sie es weiter. Und dann reden sie miteinander und sagen, naja, die Todesstrafe wird es wohl nicht geben. Todesstrafe? Nein, was für eine Todesstrafe denn? So ganz nebenbei beratschlagen sie miteinander. Er ist aber auch nicht dumm. Er weiß, wozu das alles. Er weiß, dass mir die Todesstrafe blüht. Er weiß das, kommt hierher in Begleitung von entsprechenden Leuten in Zivil und will mich da rausholen, um mit mir zu reden, damit sie mich verschleppen können. Er wusste, was passieren wird, doch er wollte mich zurückholen. Die Idee selbst, den Vater nach London zu schicken, war ausschließlich die Idee unserer Hauptverwaltung. Diese Idee entstand natürlich nicht auf dem leeren Platz. Sie entstand, als alle legalen Möglichkeiten, sich mit Resun zu treffen, auf den offiziellen Wegen mit Hilfe des Außenministeriums der Sowjetunion erschöpft waren. Man wollte eine Antwort bekommen. Ja, ich bin freiwillig in den Westen gegangen und nichts mehr. Daran haben wir dann angefangen zu denken, als er verschwand. Und wir mehr als 2 Wochen nicht wussten, wo er sich befindet. Trotz gewisser Anstrengungen seitens des Außenministeriums wurde uns das Treffen leider nicht gestattet, unter dem Vorwand, dass Resun angeblich dieses Treffen nicht wünscht. Aus diesem Grunde entstand eine andere Idee. Da all diese legalen Möglichkeiten erschöpft waren, wird ihm Resun womöglich beim Treffen mit dem Vater sagen, ja, ich bleibe in England. Haben Sie sich auch getroffen? Nein, ich war zu feige. Ich bin zu diesem Treffen nicht hingegangen. Es gab viele Versuche, dieses Treffen zu organisieren. Ich wusste, dass ich es nicht aushalte. Ich konnte ihm nicht in die Augen schauen. Ich habe abgelehnt. Sie bestanden darauf. Dann habe ich ein anderes Spiel angefangen. Ich sagte, wenn Sie weiter darauf bestehen, werde ich einfach im Fernsehen auftreten und sagen, ich will nicht, ich kann nicht hingehen und ich werde nicht hingehen. Sie schickten meiner Frau einen Brief, Geschenke an die Kinder. Da habe ich kategorisch gesagt, dass sie mit diesem Spielchen bitte aufhören sollen. Denn ich werde mich an das britische Volk wenden und sagen, beenden wir das bitte. 3 Wochen haben sie ihn hier behalten. Es war für ihn bestimmt sehr qualvoll. Er wollte dieses Treffen, wohlwissend, was passiert wäre. Сербы! Ура! Ура!
Sie, Politiker! Здравствует борющийся, свободолюбивый народ Ирака! Ура! Но вам как бы было... Wussten Sie überhaupt, warum man Sie mitgenommen hat? Wie? Warum man Sie mitgenommen hat? Zur Klärung der Umstände, so wie ich es verstanden habe, zur Klärung der Umstände, sowohl ich als auch meine Begleiter versuchten es mit allen Mitteln durchzusetzen. Diese Genossen aus der Botschaft oder aus dem Konsulat. Offensichtlich bestand die Aufgabe darin, um ihn zurückzuführen. Aber Sie haben es doch verstanden. Ich habe es verstanden. Und ich wollte ihn damals einfach gerne sehen. Das war aber ein Abgrund, der anzieht. Haben Sie es begriffen, dass, wenn Sie ihn sehen... Ich wurde darauf vorbereitet. Seien Sie auf der Hut, sagten Sie. Bestehen Sie darauf, dass Sie ihn getötet haben. Ja? Warum zeigen Sie ihn nicht? Sie haben ihn nicht gezeigt. Verstehen Sie? Das hat er aber nicht gewollt. Naja. Doch Sie konnten es sich vorstellen, dass, wenn Sie ihn ihnen zeigen, es für ihn das Ende bedeuten würde. Nein, das nicht. Dort gibt es auch Geheimdienste. Das heißt, Sie hatten wegen seines Schicksals keine Angst? Nein, nein. So oder anders verfolgte ich immer wieder die gleiche Linie. Er aber wollte nicht sprechen. Ich sagte, er soll mir das sagen. Sollte es auch über den Tisch, auch durch die Tür, er sollte drangehen und es mir sagen, Vater, ich möchte dich nicht sehen. Und so sagte ich an jenem Tag, wenn es so wäre, hätten sie ihn mir gezeigt. Immerhin bin ich sein Vater. Und er soll mir sagen, ich will dich nicht sehen. Das wär's. Dann fliege ich am nächsten Tag weg. Dann, es war am dritten Tag und am vierten sagten sie mir, Sie glauben es also nicht. Ich antwortete, ich glaube es nicht. Wer sagt es Ihnen, die Russen? Nein, die anderen, die Engländer. Ihr Übersetzer sitzt da und unserer hier. Und sie fragten dann, Sie glauben uns also nicht. Ich sagte, nein, ich glaube es Ihnen nicht, dass er das Treffen ablehnt. Da haben Sie einen Brief. Das war beim dritten Mal. Und dort war tatsächlich geschrieben, er hat geschrieben und selbst unterschrieben. Und Tatjana auch, sie hatte übrigens eine ähnliche Handschrift. Es heißt da, Wladimir und Tatjana. Vater, fahr zurück. Hier wird es nichts geben. Und so weiter. Wir möchten dich nicht treffen. In diesem Sinne. Ich erinnere mich jetzt nicht so genau daran. Denn man hat mir diesen Brief gleich nach dem Einsteigen in den Wagen weggenommen. Wo ist der Brief? Hier, sage ich. Gleich nach dem Einsteigen in den Wagen weggenommen. Wo ist der Brief? Hier, sage ich. Ich habe keine Einwände gegen das Buch. Das ist seine Arbeit, das ist sein Leben. Eisbrecher, das ist sein Schicksal. Das unterstreicht er immer und überall. Das ist seins. Ich kann nicht mit ihm streiten, denn ich würde dann gegen mich selbst streiten. Wenn man aber jetzt das Verhältnis nicht zum Buch, sondern zu ihm anspricht, so kann es hier bei mir persönlich nicht eindeutig sein. Ich verurteile ihn. Auch jetzt verurteile ich ihn. Zu hoch war der Preis. Für mich persönlich, ich weiß nicht wie, aber... Mir persönlich hat Hitler so viel angetan, doch das war unsere gemeinsame Last, auf alle verteilt. Das war das Schicksal. Also, er ist geflüchtet und wusste noch nicht, was mit ihm geschieht. Doch was mit ihnen passiert, muss er gewusst haben.
BBC verkündete, dass vor einigen Tagen ein sowjetischer Diplomat mit seiner Ehefrau und zwei minderjährigen Kindern nach London gekommen ist. Am zweiten Tag morgens waren wir bereits bei der entsprechenden Behörde. Das heißt, ein Oberst aus Moskau. Man hat uns mit dem Wagen hingefahren. Wo ist Ihr Sohn? In Genf, sagte ich. Er ist nicht dort. Dann weiß ich es nicht, sagte ich. Da habe ich es begriffen. Sie hat noch mit Ihnen gesprochen. Sie haben angefangen, Fragen zu stellen. Wie geht es hier in der Stadt? Das und jenes. Haben Sie eine Datscha? Ja, 15 Kilometer. Oh, wie wundervoll. Und wir müssen 100 Kilometer fahren. Erinnerst du dich? Wie geht es hier bei Ihnen? Sie sagte, das Fleisch ist teuer. Ich saß am Tisch, drehte mich zum Fenster weg. Ich konnte nicht mehr sitzen und sagte, mein Gott, wovon ist die Rede? Jetzt steht uns unser ganzes Leben lang, bis ans Ende unserer Tage Leid und Trauer bevor. Ich habe gleich verstanden, dass etwas Tragisches passiert. Etwas sehr Tragisches. Ich habe damals verstanden, dass sein Leben zertrümmert wurde. Dass mit ihm auch das Leben eines absolut unbeteiligten, schuldlosen Menschen zertrümmert wurde. Das ist doch alles nicht so einfach. Verstehen Sie? Wie würden Sie sich in diesem Fall benehmen? Wären Sie stolz oder würden Sie ihn verurteilen? Ich sage Ihnen ehrlich, ich weiß es nicht. In jedem Fall, wenn man schon so ganz ehrlich ist, stellen wir die Frage so. Haben Sie einen Sohn? Ich nehme an, dass Sie auf jeden Fall mehr Anlass zum Stolz hätten, wenn Ihr Sohn auf der Brust hier einen Heldenstern oder eine rote Fahne-Medaille oder einen Lenin-Orden hätte als... Ja, als zwei Todesurteile. Was meinen Sie? Ich meine, dass das Buch Der Eisbrecher vielleicht sogar mehr als ein Heldenstern ist. Jetzt ist es mehr geworden. Doch als er ging, gab es noch keinen Eisbrecher. Verstehen Sie? Deswegen ist es sehr, sehr schwer. Das ist sehr kompliziert. Und jetzt dieser Zustand, was damals war, ist auch sehr schwer. Danach ist es ja immer einfach, klug zu sein und Schlüsse zu ziehen. Ich sage Ihnen aber das, was damals war. Das war sehr, sehr schrecklich. Es gab in 14 Jahren keinen Tag, keine Minute, dass man sich nicht ein paar Mal daran erinnerte. Wie ist es dort? Und wo ist es? Und was? Mit diesem Gedanken gingen wir ins Bett. Und mit diesem Gedanken standen wir morgens auf. Der Vater nahm das Buch an, doch dem Sohn hat er nicht verziehen. Was soll's? Das ist auch ein Urteil. Und wer weiß, ob dieses Urteil weniger streng ist als jenes, das irgendwo in den Speichern des Militärkollegiums des Obersten Rates verloren ging. Nach all dem will ich den Leuten nicht mehr in die Augen schauen. Ich würde lieber die ganze Zeit auf den Boden starren. Verstehst du? Danach dringt alles in die Tiefe. Dann beginnst du tiefer zu fühlen. Zeigen Sie mir das bitte. Vielleicht gibt es dort, wo Sie in Moskau waren, wäre interessant zu sehen, wie Sie dort herumgegangen sind. Jetzt gleich, ohne Pause? Natürlich ohne Pause. Ich kann jene Kameraden nicht ausstehen, die sagen, wir haben ja erobert, wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, weil die da, niemand hat nachgezählt, 15, 20 oder gar 30 Millionen zwischen Stalingrad und Belgrad in der Erde liegen.
Wenn man es so nimmt, so kann man für das Schicksal eines Soldaten oder Unteroffiziers, wenn Sie so wollen, die Wahrscheinlichkeitstheorie anwenden. Von 10 Millionen müssen 3 Millionen sterben. Und so starben sie. Und nur deswegen, weil sie starben, bin ich am Leben geblieben. Sie sind gestorben. Ich bin am Leben. Und ich kann die Leute nicht ausstehen, die da sagen, wir haben gesiegt. Wir müssen stolz sein. Wir sind die Sieger. Die da liegen, die haben gesiegt. Um Eisbrecher zu schreiben, habe ich alles geopfert, was ich hatte. Dieses Buch brachte allen Leid, die mir nahe standen. Meine Urteile wurden von mir vollständig verdient. Ich bitte nicht um Verzeihung für den Verrat. Verzeihen Sie mir das Buch. All jene, die ich ungewollt beleidigt habe, bitte ich noch einmal, verzeiht mir. Aus dem Buch von Viktor Suvorov, Der Eisbrecher. Als die Arbeit an diesem Film bereits fast zu Ende war, erreichte uns die Nachricht vom Tod des Kriegsveterans Bogdan Wassiljewitsch Resun. Erinnern Sie sich noch an jenen ersten Tag? Natürlich habe ich ihn in Erinnerung. Natürlich. Bei jedem, der gekämpft hat, wird wohl dieser Tag in Erinnerung bleiben. Wie die erste Liebe, so auch der erste Kampf im Krieg. Man hat uns erklärt, wenn jemand Wertsachen im Wirtschaftsraum hatte, so sollten diese dort abgeholt werden, wenn jemand irgendwelche Dokumente hatte. Ich hatte ein gutes Köfferchen. Damals gab es solche braunen mit einer Zeichnung darauf. Ich ging da hin und her, ein neues Köfferchen, vor der Einberufung in die Armee gekauft. So lag es auch anderthalb Jahre im Wirtschaftsraum herum. So ging ich mit ihm hin und her, wie die Henne mit dem Ei. Wohin mit ihm? Es einfach wegzuschmeißen war zu schade. Wir hatten auf der ersten Linie Absperrungen. Angespitzte Pfosten waren es, im Durchschnitt so 10 bis 12 Zentimeter. Und so konisch angespitzt waren sie. Und dann nahm ich dieses Köfferchen, ich weiß nicht, warum mir dieser verrückte Gedanke nur kam, und habe es mit aller Kraft auf diesen Pfosten aufgespießt. Der Pfosten ging durch den einen Boden durch, aber durch den anderen nicht. Wir waren im Wald versammelt. Und ungefähr um 12 Uhr oder schon gegen 1 Uhr nachmittags ruft die Posaune, Regiment antreten. Das Regiment trat an und dann gab es eine Ansprache. Genossen, eben erklärte Wjatschislaw Michailowitsch Molotow, dass das faschistische Deutschland unsere heiligen Grenzen heimtückisch überfiel. Und gleich, ohne den Abend abzuwarten, rückte das Regiment mit der Division nach Westen vor. Die ersten Tage griffen wir an, machten Gegenangriffe. Man hatte nicht einmal daran gedacht, dass wir uns verteidigen müssen. Wir mussten nur noch angreifen, nur angreifen. Auf dem Rückweg aber kamen wir durch unser ehemaliges Lager, wo wir schon mal standen. Ich schaue hin, wo ich mein Köfferchen auf dem Pfosten aufgespießt habe. So ist es auch dort geblieben. Ich rührte es auch nicht an, habe es so gelassen. Und dann traten wir den Rückzug in Richtung Kiew an.